Herzlich willkommen im wunderschönen Schloss Bichland, dem schönsten Außenstudio des ORF. Und ich habe heute als meinem ersten Gast eine Legende. Er ist nicht nur Schauspieler, Sänger, Entertainer, Winzer, Oldtimer-Liebhaber und Rennfahrer und mittlerweile auch ein guter Freund für Sie heute Abend, Peter Kraus. Hallo. Oh, Sugar, Sugar, Baby. Hey. Ich Servus, danke Peter. Dir. Servus. Bitte nimm Platz. Dir. Danke. Oh, schön, dass du die Zeit gefunden hast, uns zu besuchen hier im wunderschönen Schloss Bichland. Peter, wir wollen über deine Anfänge reden. Und du bist ja in München geboren, aber in Salzburg in Oberndorf aufgewachsen. Salzburg, Oberndorf, dann Wien, ja genau. Und in den Anfängen, dein Vater hatte ja ein Theater in Salzburg, hast du ja da auch schon so ein bisschen mitmachen wollen. Deswegen hast du auch sehr früh schon angefangen zu tanzen, als Schauspieler zu arbeiten, zu steppen. Ja, ich meine, ich bin halt in deiner Künstlerfamilie aufgewachsen und ich sage immer, ich habe meine Hausaufgaben nach der Schule im Theater gemacht, wenn die geprobt haben und habe zugesehen und teilweise mitgemacht und teilweise konnte ich die Texte auswendig und zum Vergnügen der Schauspieler habe ich dann die Texte vorgetragen. Ich war sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr lebhaft, also ich hatte keine Hemmungen. Das heißt, in meinen jungen Jahren. Dann später habe ich Hemmungen bekommen. Dazu kommen wir dann vielleicht noch ein wenig später. Wie bist du eigentlich zu der Rolle im Fliegenden Klassenzimmer gekommen? Das war schon recht früh mit 15 Jahren. Das ist eine ganz kurze Geschichte, ich erzähle sie ganz kurz. Also das war die Zeit, wo ich dann Hemmungen bekam und nichts mehr gemacht habe. Mein Vater hatte mich immer vorsingen lassen, hat gesagt, okay, ich habe Lieder gesungen von meinem Vater, die ersten Platten, was immer sehr lustig war. Hallo, 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 ich suche eine Frau, eine Süße. Diese kleine, nette, junge, liebe und hübsche Frau. Und so Sachen habe ich gesungen. Haben natürlich alle immer sehr gelacht. So, und mein Onkel, der war Filmkaufmann, der hat die Filme an die Theater vermietet. Und der hat mir gesagt, dass Erich Kästner und Kurt Hoffmann für den Film Fliegende Klassenzimmer Kinder suchen. Und dann habe ich mir gedacht, ich reiß mich jetzt zusammen und gehe dahin mit ihm, stelle mich vor. Und wenn ich dann die Rolle habe, dann sage ich es meinem Vater und dann wird sich der wahnsinnig freuen. Und dann habe ich das Buch gekauft und dann habe ich die Rolle, das Buch durchgelesen und habe gesagt, ich bin der Johnny, das ist ganz klar. So. Aber dann kam diese Geschichte in der Leopoldstraße, es standen, ich weiß nicht, 300 Meter standen Eltern mit Kindern an und da haben wir uns dann hingestellt und dann bin ich mit da rein und Kurt Hoffmann und Erich Kästner saßen da und ich bin da, danke. Der hat mich weitergewunken und ich war entsetzt. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Die haben die keine Ahnung von Film oder wie ist das? Kennen die sich nicht aus? Ich bin doch der Johnny. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe das meinem Vater gebeichtet oder erzählt. Und dann hat mein Vater natürlich, der sich ja auskennt, hat gesagt, du, das ist doch eine Promotion-Kiste gewesen. Da wird keiner von denen, die da auf der Straße stehen, wird da mitspielen. Pass auf, willst du da mitspielen? Dann fahren wir raus in die Bavaria. Und dann ist mein Vater in die Bavaria gefahren mit mir und dann sind wir zum Kurt Hoffmann, der hat dort gerade Probeaufnahmen gemacht mit Peter Vogel oder was weiß ich, also hauptsächlich Schauspielerkinder und der hat gleich gesagt, ja, machen wir Probeaufnahmen und ja, am nächsten Tag hat er angerufen, willst du bei uns den Johnny spielen? So ist das gelaufen. Unfassbar, unfassbar. Also ja. Ich kannte ja schon vieles, aber das war mir auch sehr, sehr neu gewesen. Ja. 1955 hast du ja dann vor deinem Vater ein Tonbandgerät dir kaufen lassen, ausgeliehen, wie auch immer. Du hattest ja. Für dich waren die amerikanischen Künstler, welche waren das? Ich muss dazu sagen, ich bin dann, das ist eigentlich meine Geschichte und die ist schon toll. Mein Vater hat ja dann gesungen, amerikanische Songs in Lokalen in Wien. Und sprach er kein Englisch und der hat das zu Hause immer einstudiert, also Songs von Sinatra und von Nat King Cole und was weiß ich. Und ich habe immer mitgesungen und deshalb bin ich, muss ich sagen, nur mit amerikanischer Musik aufgewachsen. Ich bin mit dem Songbook Amerika bin ich eigentlich aufgewachsen. 1956 dann der große Auftritt, dein Konzert im Konzertsaal im Museum in München. Ja, das war noch dazwischen was. Also dazwischen habe ich wirklich mich mit der Musik beschäftigt, habe Gitarre gelernt, Jazzgitarre angefangen zu lernen und dann muss man das so erzählen, dann hörte ich wirklich, wie andere auch, nachts einmal Rock Around the Clock und irgendwie im AFN, es gibt eine neue Musik in Amerika und die Kids flippen aus und so weiter.
Und da ging ich in München in die Schule. Und dann bin ich nach der Schule in den EFN gefahren. Und jetzt sprichst du sprachst von dem Tonbandgerät. Und habe die Jungs gefragt, habe ich gesagt, da habt ihr nachts gespielt, neue Nummer und Amerika und könnte man das überspielen? Und die waren so nett, die GIs, die haben mir dann auf Tonband überspielt. Schön. Was war Bebop, Balula, She's My Baby und was weiß ich. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich angefangen, das zu üben. So, und dann habe ich das gemacht. Und dann war ich natürlich auf jeder Party, war ich der große Star. Die Mädels haben das gemocht. Ich habe immer mit der Gitarre Rock'n'Roll, die neue Musik gesungen und so. Und ja, und dann soll ich die Geschichte weiter erzählen? Ja, bitte, bitte, bitte. Und dann war es so, dass in München ein, ja, irgendwie war ein Aufruf, es wird zu wenig getan für die Jugend. Und die Münchner Abendzeitung hat dann gesagt, wir veranstalten ein Konzert nur für Jugendliche. Wir tun etwas für Jugendliche. So, da war der Eintritt ganz billig, ich glaube eine D-Mark 50 oder sowas, im Kongresssaal des Deutschen Museums. Und meine Freunde haben gesagt, du, hast du das gelesen? Da spielt der Max Greger, da spielt der Hugo Strasser, da spielt der Freddy Proxiber. Lauter alte Herren, das ist doch nichts für junge Leute, haben die gesagt. Und das war ja wirklich aus unserer Sicht, waren das... Ja, ja. Alte Herrschaften. Mhm. Ja. So, und da musst du mitmachen. Habe ich gesagt, nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich bin Schauspieler und ich habe jetzt erst wieder einen Film gemacht, habe Theater gespielt auch dort. Und ich bin schon angemeldet auf der Falkenberg-Schule und ich mache dann Schauspiel. Und nein, aber lange Rede, kurzer Sinn, die haben mich überredet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuch's. Und dann bin ich, habe ich angerufen. Nein, dann bin ich zuerst in Studio 15. Das ist ein Nachtlokal gewesen, wo Freddy Proxiber gespielt hat. Freddy Proxiber, dem habe ich gesagt, darf ich dir was vorsingen, die neue Musik? Ihr spielt doch da, vielleicht kann ich da mitmachen. Und ich habe dann gesungen, der hat sofort den Kopf geschüttelt, hat gesagt, was ist denn das, um Gottes Willen? Ich habe irgendwas gesungen, ich weiß nicht was, Biba Balula oder so. Ja, klar. So, der war völlig entsetzt, hat gesagt, du hör dir lieber mal Platten von Sinatra an oder sowas. Sage ich, ich kenne den Sinatra-Stoff, ich kenne das, ich singe das schon die ganze Zeit, das ist die Musik für die Jugend. Konnte ich nicht da ankommen. Dann habe ich telefoniert, habe ich den Max Greger angerufen, da kam ich bis zur Haushälterin, nicht weiter. Und dann habe ich angerufen Hugo Strasser. Und der Hugo, der war super. Der hat gesagt, ja, was singst du? Sag ich, ja, Rock'n'Roll, Jugend, neue Musik, müssen wir nach Deutschland bringen. Und er hat gesagt, kenn ich nicht, aber komm doch bei mir vorbei und sing mir vor. Dann bin ich mit meiner Gitarre zum Hugo und der fand das toll. Und hat gesagt, puh, singst bei mir drei Lieder, wir machen ein Fass auf. Schön. Das war's. So, und da hat aber, muss ich ganz ehrlich sagen, niemand damit gerechnet, dass das eine Sensation wird. Auch ich nicht. Ich habe mir gedacht, okay, meinen Freunden zuliebe mache ich den Blödsinn mit. Und ich habe dann noch dem Moderator habe ich noch gesagt, sagen Sie bitte ja nicht meinen Namen. Ja? Nein. Nein, sagen Sie ja nicht meinen Namen. Sagen Sie, ein junger Münchner singt jetzt für euch die neueste Musik aus Amerika. Und dann habe ich gesagt, wenn es ein Riesenerfolg ist, können Sie ja hinterher sagen, das war Peter Kraus, ja, das geht. Und ja, wie gesagt, ich bin raus. Ich meine, man muss sich das heute vorstellen. Ich kann mir den Wahnsinnserfolg heute erklären. Weil du musst dir vorstellen, lauter Smoking, bekleidete Herren singen, spielen Benny Goodman. Okay, alles toll. Und plötzlich kommt einer raus in Jeans, ohne Socken, so wie man heute Na, geht, mit Bandarillos und offenes Hemd und Kettchen hier und ja, so Gitarre in der Hand und legt los. Und ich habe drei Lieder gesungen. Das war Heartbreak Hotel von Elvis, dann ich glaube Blue Suede Shoes und Rockabidden Boogie. Und das war so ein wahnsinniger Erfolg, wir wussten nicht weiter. Und die dritte Nummer habe ich dreimal gesungen, Nein. weil wir nichts hatten. Da haben wir die Schlagzeile des Münchner Abendblatt. Er kam, sang und siegte. Deutschland hat einen eigenen Elvis Presley. Dann war ich der Elvis Presley von Deutschland. Da hat dich dann der große Produzent Gerhard Mendelssohn entdeckt, mehr oder weniger, hat dich unter Vertrag genommen und hat dann mit dir die ersten Schallplatten aufgenommen. Noch damals bei der Austrophon, später bist du dann zu Polydor gewechselt und in den
Jahren hast du über 12 Millionen Schallplatten verkauft, über 32 Songs wurden aufgenommen, aber du bist nie über 1 Million verkaufte Schallplatten gekommen, weil kann ich dir erklären. Die haben sich gegenseitig Konkurrenz gemacht. Ja. Dann kam ein weiterer Step, du hast dann 1958 deine großen Hits wie Ventil, Ja Träum, Hula Baby, Sugar Baby, was über 17 Millionen Mal verkauft wurde in der ganzen Welt. Und dann hast du einen Partner an die Seite bekommen. Es war keine Frau, es war ein Mann, der dann in dein Leben trat. Ja. Ihr wart, glaube ich, wie man heute sagt, im gleichen Stall. Es war der Jörg Maria Berg. Mhm. Was war das für ein Projekt? In Amerika kamen dann Gruppen raus, also Partnergruppen, Everly Brothers, Callan Twins und so weiter. Und da haben wir gesagt, okay, sowas könnten wir doch bei uns auch machen. Und der Aufhänger war ganz lustig. Der erste Cover war also von hinten fotografiert und man wusste nicht, sollte nicht wissen, wer es ist. Was würdest du ihn fragen, wenn er jetzt hier wäre? Ich würde ihn nur fragen, wie es ihm geht. Ja, dann frag ihn noch, da ist er. Jörg Maria Berg. Wenn du sagst, okay. Servus, wie geht's dir denn? Lieber Chris. Alles gut? So weit, so gut. Bitte, du kannst doch gerne hier Platz nehmen, könnt ihr besser euch unterhalten. Schön. Ich werde dann mal die Seiten wechseln. Bitte setzt euch. Setzen wir uns. Wunderbar. Gut so. Das ist doch überraschend. Bist du wenigstens überrascht genug? Ich bin platt. Ich bin platt. So sollte es sein. Ich bin platt. Und wer ist schuld? Er. Ja, der Peter. Ja, klar. Immer ist der Peter schuld. Genau. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen. 4 Jahre seid ihr auf Tour gewesen. Goldener Löwe habe ich gerade gehört. Nein, es war kein goldener, gell? Es war silberner, oder? Ein Löwe auf alle Fälle. Ein Löwe. Ja. Was hast du gemacht nach dem... nach der Trennung von den nach James Brothers. Nach der Trennung, ja. Also ich habe das Glück gehabt, im Wiener Theatermilieu mich festsetzen zu können. Bei uns gibt es einige gute Theater und ich war in einem der besten, nämlich im Theater an der Wien und habe dort diese berühmten La Mancha-Serien mitgespielt. Und habe mich also diese 10, 15 Jahre oder sagen wir 10 Jahre, wie alle versucht haben, irgendwie zu überleben, nachdem dieser Tsunami aus dem Westen gekommen ist, wo unsere deutschen Schlager mehr oder weniger in Misskredit geraten sind. Und der Peter, wenn ich mich nicht falsch erinnere, du hast dann eine Filmfirma gegründet mit deinem Papa. Ich habe meine ganze Sendung damals produziert. Und ich habe also, wie gesagt, in dieser Zeit Theater gespielt und war in diesem Haus ein gern gesehener Künstler und habe es dort ungefähr 10 oder 12 Jahre ausgehalten und habe diese Musicalproduktionen, Operettenproduktionen mitspielen dürfen. Und so habe ich die Zeit drüber gebracht und bin dann aber doch wieder ins Showgeschäft zurückgekommen, weil ich draufgekommen bin, dass ich in gewisse Möglichkeiten ausnützen konnte mit dem Konferencieren, also mit dem Konferencier, und habe viele Modeschauen konferiert. Da sind wir auf Tournee gegangen. Das war nichts besonders Großes, aber es war sehr konstant und eine gewisse Stabilität lag dann darinnen. Und so haben wir dann überlebt und schließlich sind wir alt. Ich rede jetzt nicht in der Mehrzahl. Gibt es irgendwas, was ihr beiden in den 4 Jahren Besonderes erlebt habt, wo ihr heute noch drüber lachen könnt? Gab es da irgendwas? Lustig war die Tournee in der Schweiz, wenn wir mit deinem Citroën gefahren sind. Citroën, und da sind immer die Fetzen geflogen. Ja. Und da ist ja viel passiert. Einmal war fast ein Hotel abgebrannt, gell? Nein. No. Was haben Sie da gemacht? Was weiß ich. Band aus München. Meine Band, das die war verrückt. Ja, die haben es gekonnt. Der Tournee war alles drinnen, was nicht hineingehört, kann man ruhig sagen. Ja. Das heißt, wie die Rolling Stones ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen und Hotelzimmer auseinandernehmen, aber Hotel abbrennen. Ja. Dankeschön an dieser Stelle, lieber Peter Kraus, und Dankeschön an Jörg Maria Berg, dass ihr heute meine Gäste gewesen seid. Der Peter geht jetzt zu seiner Band und wird uns jetzt noch mal einen wunderschönen Titel
präsentieren manchmal eines meiner Lieblingstitel und da werden Sie dann auch gleich sehen, wo es überall hingeht mit der Tournee in 2023. Und ich hoffe, dass wir uns in Bälde wiedersehen, lieber Peter. Ja. Servus, Pferdi. Alles Gute. Mach's gut, bleib gesund, du. Ja? Tschüss. Und du auch. Gell? Sehr gerne. Danke. Lieber Jörg, wir beide hören uns jetzt nochmal diese wunderbaren Show an von Peter Kraus und werden noch ein bisschen plaudern. Ja. Manchmal dreht die Welt sich für dich viel zu schnell. Manchmal glaubst du, sie bleibt plötzlich stehen. Manchmal hast du Angst, sie könnte untergehen. Und manchmal willst du sie nicht sehen. Manchmal freust du dich und fühlst das Glück ganz nah. Manchmal bist du schwach und so allein. Manchmal denkst du, das war alles schon mal da. Und manchmal fragst du, kann das sein? Wäre das Leben leicht und nicht so schwer, dann wäre es nicht so spannend, vielleicht öde und leer. Was besser gewesen wäre, das weiß man erst hinterher. Manchmal sehnst du dich nach etwas Zärtlichkeit. Manchmal willst du keinen Menschen sehen. Manchmal bist du traurig, tust dir selbst schon leid. Und manchmal kannst du nichts verstehen. Yeah, yeah, yeah. Never get out, baby. Aha. Ich freue mich nun auf eine der bekanntesten Jungschauspielerinnen Österreichs. Sie trägt einen großen Namen, aber mittlerweile hat sie selber Geschichte geschrieben mit dem, was sie erreicht hat in der ganzen Welt. Begrüßen Sie bitte Laura Bilgeri. Satin on my shoulder and a smile on my lips. How lucky can you get? Money in my pocket, right at my fingertips. How lucky can you get? Schön, dass du Zeit gefunden hast, liebe Laura. Bei deinen ganzen Dreharbeiten in Los Angeles, New York, Wien, Paris, jetzt endlich hier im Schloss Bichlern in der Steiermark. Danke, dass du hier heute da bist. Danke für die schöne Und über deine First Moments zu sprechen, wenn du bist ja mittlerweile auch keine Unbekannte mehr. Du trägst zwar einen großen Namen, Reinhold Bilger, der Vater. Die ganze Familie ist eine Künstlerfamilie mit Schauspiel, Gesang und eigentlich wolltest du ja nie den Beruf der Eltern übernehmen. Das stimmt, absolut. Ich war eigentlich, bis ich 13, 14 war, überhaupt nicht an Showbusiness interessiert. Ich war immer ein sehr schüchternes Kind und war am liebsten in der Natur draußen mit meinem Hund und ich hatte eine Baumhütte und ich habe dort oben gelebt. Ich habe dort oben meine Hausaufgaben gemacht. Ich kam abends vom Wald mit dreckigen Fingernägeln nach Hause. Ich habe es geliebt. Ich habe auch nie mit Puppen gespielt. Ich war ein sehr burschikoses Kind eigentlich. So. Ein totaler Tomboy. Und ich habe das geliebt. Und ich bin auch so froh, dass ich noch ohne diesen ganzen Social Media Wahn und Internet aufgewachsen bin, ohne Handys. Und sowas gibt einem extrem Energie und Kraft fürs Leben, so eine schöne Kindheit. Und du hattest mir anfangs eine wunderbare Geschichte erzählt bei den ersten Dreharbeiten. Wir sind ja auch eine Sendung, wo Geheimnisse verraten werden. Erzähl doch mal die Story. Ja, das war wirklich witzig. Ich war damals 12. Das war das allererste Mal vor der Kamera. Mein Vater hat damals einen Kurzfilm gedreht, der hieß Der Papa geht. Das war ein Kurzfilm vor Der Atem des Himmels, der dann später der Kinofilm wurde. Einfach so ein 10-minütiger Kurzfilm, wo man zeigt, um was es in dem Spielfilm dann später gehen wird. So als kleine Kostprobe sozusagen. Und da hatten wir eine Szene, das war eine Beerdigungsszene, also es war jetzt keine heitere Atmosphäre. Mein Großvater starb und es ist eine Szene, die außen gespielt hat. Das war irgendwo in Niederösterreich, es war sehr kalt. Ich wollte gerade was anderes sagen. Eiskalt, genau. Es war eiskalt. Und wir mussten hinter diesem Sarg herlaufen und es war windig und alle waren müde. Es war ein langer Drehtag. Es war die letzte Szene, es war das letzte Bild. Es war eine totale Aufnahme von uns allen. Und ich wurde ganz an den Schluss gestellt.
und dachte, ja, die Kamera war so weit weg, ich bin aus dem Bild draußen, das gibt's gar nicht, ich bin nicht mehr in dem Bild. Es stellte sich dann heraus, ich war im Bild, komplett unbeteiligt, auf der Beerdigung meines Großvaters, mit meiner Tasche schwingend, irgendwie tanzend die Gegend anschauen. Und dieser Take wurde dann tatsächlich genommen, weil mein Vater meinte, gerade dieses Unbeteiligte, die Kinder oft haben, ja, klar. Auch bei Beerdigungen, das war für ihn genau richtig. Und jedes Mal, wenn ich diese Szene jetzt irgendwo wieder sehe, denke ich mir, was hast du dir dabei gedacht? Eine wunderbare Geschichte. Unglaublich. Dann hast du ja, bevor du eigentlich nach München gegangen bist, in sehr frühen Jahren, um Schauspiel, Gesang und Tanz zu erlernen, hast du schon dann bei Atem des Himmels mitgespielt. Wir schauen uns mal ganz kurz das Plakat an. Wer ist diese junge Dame auf dem Bild? Bist du das? Ist das deine Mama? Das ist meine schöne Mami. Deine Mama? Ja. Eine sehr schöne Ansicht. Auch die Berge. Finde ich auch. Ich finde die... Da sind Berge? Ah ja, schön. Du warst sehr wütend, ja? Ein bisschen. Die Männer haben ein feines Zimmer hergerichtet. Für dich. Oben im Dachboden. Mhm. Es gibt Strom. Du musst nicht mehr wütend werden. Fein. Mit Strom gibt's auch Musik. Wir kommen uns immer näher, siehst du? Gut. Jan ist nicht da. Dann ging alles eigentlich sehr, sehr schnell. Du bist dann mit 19 Jahren nach Amerika gegangen. Genau, ja. 2014 mit 19. Genau. Zu viele Zahlen. Und dann hast du mehr oder weniger da schon Klinken geputzt, 3 Vorsprechen am Tag und hast dann endlich welche Rolle ergattert? Die allererste Rolle, die ich ergattert habe, war ein süßer Film namens Toby Goes to Camp. Das war so ein Kinder-Tierfilm. Also wir hatten wirklich tolle Dreharbeiten gemeinsam mit echten Tieren und Kindern auch. Also wirklich die zwei Dinge, wo man beim Film oft sagt, Albtraum, Kinder und Hunde. Kriegst aber du nicht hintereinander. Nee, und dann auch noch einen echten weißen Tiger, mit dem ich mehrere Szenen spielen durfte. Das war wirklich gewaltig, eine tolle Erfahrung. Wie kam es dann zu der Rolle mit einem absoluten Superstar? Wir schauen uns mal ganz kurz das Plakat an. The Recall, ich meine, da steht die kleine Laura vor dem großen Weltstar Wesley Snipes. Und wie kamst du an diese wunderbare Rolle? Und R.J. Mitte übrigens, der ja bekannt aus Breaking Bad ist, auch ein wahnsinnig toller Schauspieler. Ja, das war ein nervenaufreibender Prozess, dieses Casting. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war im Frühjahr 2016. Bekam ich von meinem Management, wie es üblich ist, ein E-Mail mit den ganzen Projektdaten und die Adresse und den Text, also ein Ausschnitt aus dem Drehbuch. Und ich hatte da 3-4 Tage Zeit, alles auswendig zu lernen und ging zum Casting. Und das Tolle war, das kam eigentlich seither nie wieder vor, das Casting war in einem Theater. Also man spielte das auf der Bühne, was eine komplett tolle Atmosphäre eigentlich macht. Nichts in so einem normalen Castingraum, wo es viel zu hell ist und so eine angespannte Stimmung ist, sondern es war dunkel, es war der Regisseur anwesend, was auch nicht oft ist beim allerersten Casting, und der Produzent und die Dame, die Szene mit mir durchgemacht hat. Und ich hatte damals schon ein super Gefühl beim ersten Mal, das spürst du manchmal, denkst du, okay, das dafür könnte ich passen. Und dann ging ich nach Hause, hörte eine Woche nichts mehr, das ist total normal. Meistens hörst du nie wieder was. Das ist ein Beruf, wo man eine sehr hohe Niederlagentoleranz haben muss, weil es gibt, gerade in Los Angeles ist jeder zweite Schauspieler, sehr viel Konkurrenz. Und dann bekam ich einen Anruf, ich darf zum zweiten Mal hingehen, gleiche Szene wieder. Genau das gleiche Szenario und dann wieder nach Hause. 2 Wochen nichts, dann vergisst du das ja schon wieder, dann ja, kommen klar. Neue Sachen. Dann kommt wieder ein Anruf von meinem Manager und diesmal sagte er, du bist zu einem sogenannten Chemistry Read eingeladen. Das heißt, die gleichen Szenen nochmal, aber diesmal mit einem Partner, mit einem Schauspieler. Und das war damals ein junger Mann. Da waren 4 Männer und ich musste die Szene mit 4 verschiedenen Männern durchspielen. Das fällt mir jetzt gerade ein, da gibt es auch noch eine lustige Story, um zu sehen, wie die Chemie zwischen uns ist. Funktionieren die auf der Leinwand gemeinsam, was extrem wichtig ist im Film. Und dann die ersten drei habe ich durchgemacht. Wow, das klingt jetzt schön. Ja. Die Szene mit den ersten 3 Herren, eine ganz harmlose Szene, ein kurzer, süßer Dialog. Und die letzte Szene war eine Kussszene. Die ersten 3 gingen durch, dann kam der 4. noch, der wurde es dann auch schlussendlich, der Jedediah Goodacre, auch ein toller Schauspieler,
der mir dann danach sagte, es hat ihn sehr gefreut, mit mir zu spielen. Es tut ihm jetzt schon leid, er hat momentan Grippe. Super, der Kuss. Super, dachte ich mir, ich liebe meinen Beruf, ist so schön. Und dann weiß ich ja nicht mal, ob du es kriegst, also kann auch alles umsonst sein. Danach ging es nochmal eine Woche und dann habe ich endlich die Zusage bekommen. Wusste aber damals noch nicht, dass Wesley Snipes dabei ist. Und das war dann eine Wahnsinnsüberraschung. Und wir schauen uns mal genau die Szene an. Hier haben wir einen kleinen Filmausschnitt. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich, denn dein Spielpartner, dein Kollege, hat uns noch eine kleine Nachricht für dich geschickt. Schau mal rein. It was great, it was fabulous, it was incredible, oh my god. Ja, das ist... Oh my god. Ja, genau, das ist so typisch amerikanisch. 2020 bist du nun wieder zurück nach Österreich. Genau, also der ORF hat gerufen, viele Serien, viele Spielfilme, ganz aktuell natürlich Genie, das fünfte Mädchen. Da schauen wir uns jetzt mal einen wunderschönen Ausschnitt an. Aber was war denn das mit dir und dem Toni? Ich meine, der Arme hat sich mit der faden Conny trösten müssen. Du weißt eh, ja, aber ich meine, irgendwann solltest du schon einmal hinter dich bringen. Ja, Mama. Ich war völlig verwundert, dass du auch eine Jazzsängerin bist. Erzähl doch mal. Ich war immer schon ein großer Fan von Jazz. Ich bin eigentlich eine alte Seele, was Musik und auch Filme anbelangt. Ich finde, gerade Jazz ist zeitlos und gibt mir persönlich immer das Gefühl, dass die Welt noch in Ordnung ist, gerade in turbulenten Zeiten wie momentan. Und durch den Lockdown eigentlich kam ich dazu, mich wirklich auf die Musik mal zu fokussieren, was ich immer schon wollte, hatte aber nie die Zeit dazu. Und habe mich komplett in den Jazz reingeworfen und ich liebe es. Also ich hatte heuer im Januar mein erstes Jazzalbum auch veröffentlicht, gemeinsam mit meinem Pianisten. Da schauen wir uns das Cover kurz an. Ja, genau, das waren die Studio Live Sessions. Wunderschön. Christoph Weibel. Christoph Weibel, ein Vorarlberger auch, ein toller Pianist. An dieser Stelle sage ich Dankeschön der bezaubernden Laura Bilgerich, schön, dass du heute Abend zu Gast gewesen bist. Und ich hoffe, wir sehen uns in Bälde wieder. Das hoffe ich auch sehr. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Dankeschön. Laura Bilgerich. Mein nächster Gast ist ein ganz, ganz lieber Kollege und er wird über seine First Moments bei uns sprechen. Er ist ein Tausendsasser des Entertainments. Begrüßen Sie bitte mit mir Alfons Haider. Platz. Ach, schön, dass du heute gekommen bist, lieber Alfons. Danke für die Einladung. Ich bin ganz begeistert von diesem wunderschönen Bild. Ich glaube, da warst du 3 Jahre alt. Erzähl mir, wen küsst du da? Ich küsse hier 3,5, glaube ich, ungefähr meine Lieblingscousine Monika. Und die ist eigentlich schuld daran, dass ich heute hier sitze. Damals wollte ich nämlich noch Papst werden. Dieses Bramburiam am goldenen Stuhl, die schmeißen sie alle in den Staub, wenn der auftritt. Das wollte ich. Und mein Vater hat mich dann einmal erwischt mit ihr, nicht nur küssend, sondern auch ein bisschen Onkel-Doktor spielend im Bad beim Spielen. Ich gesagt, du Bulli, wenn du Papst werden willst, das geht dann mit Monika nicht mehr. Papst war sofort. Aber du wolltest weiterspielen. Ich wollte weiterspielen, aber nicht mehr Papst. Dann, ich meine, du feierst heuer ein ganz besonderes Jubiläum, 60 Jahre Bühne. Ja, man glaubt das gar nicht, gell? Unfassbar. Also du hast dich so toll gehalten. Ich meine, wir haben uns das gehört alles mir. Na. Ja, das ist alles, das ist nichts falsch. Mit 4,5 Jahren hast du bei der 6. Muttertagsgala deine Premiere gehabt. Nicht nur, dass du bei Dornröschen den König gespielt hast, du hast auch diese Gala moderiert. Also es war ungefähr knapp vor dem 5. Lebensjahr, also genau, ich hatte einen Zylinder, der hier, also ohne meine Ohren, wäre der unten gewesen und ich habe einen kleinen Frack gehabt und habe dann wirklich, das gibt keine bespielten Bänder natürlich davon, aber ich weiß, dass ich mir Namen merken musste und sagen musste, wer jetzt drankommt. Und das habe ich wirklich geschafft und ich war eine Rampensau schon als Kleiner und habe dann sofort verstanden, je lustiger ich mich benehme, desto netter ist das Publikum zu mir. Das ist, was in unserem Büro für an und für sich alle versuchen zu machen. Damals hat es noch funktioniert und es hat sogar natürlich gewirkt. Du hast einen Satz von deinen Schwestern im Kindergarten, von den Nonnen bekommen. Ich war immer fasziniert, diese grünen Leuchten, grün, rot, blau. Das war damals bitte
warte mal, 57 plus 4, 62, da war mir der Beleuchtung noch nicht so gut. Da gab es noch alte Theaterbeleuchtung, diese wunderbaren Farben. Und diese Farben, diese Lichterstimmung habe ich ein ganzes Leben lang in mir behalten. Und das war immer die Faszination für mich, fürs Theater. Wie ging es dann eigentlich weiter? Du hast ja dann mit 17 deine ersten Statistenrollen gemacht im Theater. Ich war vorher noch schon eigentlich in der Ausbildung. Ich war im Lee Strasberg Institute. Ich habe ihn kennenlernen dürfen in Wien. Und Lee Strasberg war ein österreichischer Jude, der fliehen musste. Und aber trotzdem fasziniert war von allem Österreichischen oder Wienerischen. Und ich habe den kennengelernt und habe dann, meine Eltern haben das finanziert, das Glück gehabt, nach Amerika zu gehen, zuerst nach New York. Aber das war es nicht für mich. Ich wollte Kamera. Und dann bin ich sofort nach Los Angeles und habe dort in seinem 5-Monate-Crash-Kurs das gelernt, was als Fernsehmoderator oder als Fernsehschauspieler wichtig ist oder als Filmschauspieler, keine Angst vor der Kamera zu haben. Ich habe mich dann nach einem halben Jahr wieder aus persönlichen Gründen nach Österreich zurückorientiert, aber jedenfalls dieses halbe Jahr dort habe ich wirklich gelernt, mit der Kamera umzugehen und die Kamera nicht als etwas Unangenehmes zu empfinden, sondern als deinen besten Freund. Also du bist nicht verliebt in die Kamera, das ist wichtig, aber es ist der beste Freund oder die beste Freundin. Wer waren denn so deine Mentoren in der Anfangszeit? Wer hat dich unterstützt? Wer hat dir Chancen gegeben, Tipps? Ich weiß noch, dass ich dann ziemlich rasch kennengelernt habe, Oskar Willner, das war ein sehr berühmter Volksschauspieler am Volkstheater, der dann gesagt hat, naja, Sie kennen das Theater, Sie sollten eigentlich, Sie haben so viel Talent, schauen wir mal. Und dann war ich einmal an einem Abend, das war aber nur ein Abend, das war mal zu Fahrt, an der Volksoper im Bruder Straubinger. Und das war irrsinnig fad. Also da zweimal eine Stunde zu stehen, wie eine Litfaßsäule, da habe ich mir gedacht, das ist nicht Theater. Und dann sagt ein Freund zu mir, du, in Mörbisch suchen Sie noch für den Zigeunerbaron Statisten. Da habe ich mir gedacht, wunderbar, Mörbisch kenne ich, weiß ich, was das ist. Dann kam ich dorthin und ein junger Kollege, der die undankbarste Rolle hat, die man am Theater haben kann, musst du dir vorstellen, hinter dir galoppieren 4, 5 Pferde, das Orchester fiddelt sich so einen ab und da hineinlaufen musste ein junger Mann, der schreit, Sie kommen, Sie kommen. Und der Junge, der das gemacht hat, hat bei der Generalprobe einen Sturz gehabt und hat sich so wehgetan, dass der weg war. Und der damalige Intendant sagt dann so in die Runde, nein, wer ist intelligent? Nur, wenn er die Lösung sofort aufzeigt, trauen Sie sich das zu? Was ich nicht wusste, war, dass die Stiefel zu klein waren und das Kostüm zu groß. Aber ich habe es geschafft. Schön. Ich habe das überlebt. Der kam dann nach der Premiere zu mir. Das war der Alsen. Und sagt zu mir, wissen Sie was, Sie haben mir so gut gefallen, Sie bekommen nächstes Jahr eine Rolle, eine Einsatzrolle. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, Herr Professor Alsen, bitte seien Sie nicht böse, aber wenn ich wieder hierher komme, möchte ich in der ersten Reihe stehen. Es hat 47 Jahre gedauert und jetzt bin ich wieder in Mörbisch, aber an einer anderen Funktion. Als Intendant und ich habe gehört, du hast auch deinen lieben Kollegen, deinen Mentor von damals mit einer Rolle in der Produktion, da ging es um die Sissi. Sissi habe Hans Holt, das wird vielen, also den Älteren noch ein Begriff sein, das war einer der bekanntesten und auch, glaube ich, einer der besten Filmschauspieler Österreichs, auch in Deutschland sehr populär. Das war ein großer Mentor, mit dem ich viel spielen durfte an den Kammerspielen und in der Josefstadt. Dem habe ich sehr viel zu verdanken. Und der wichtigste Satz, den ich da wirklich einmal von ihm gehört habe, war zu meinem 40. Geburtstag, wo er zu mir gesagt hat, wir haben eine Garderobe uns geteilt. Hat er gesagt, darf ich dir was sagen? Ich sage, bitte gern. Und dann sagt er, du musst aufpassen. Mit 50 kommt die Seele eines Menschen ins Gesicht. Da kannst du schminken, was du willst und operieren. Und den Satz habe ich nie wieder vergessen. Ich habe dann selbst produziert schon und habe die Sissi sehr oft gespielt, also nicht die Sissi, sondern den Kaiser Franz Josef, und habe ihn gebeten, ob er den Radetzky spielt. Ganz wichtige Rolle, hat einen Auftritt vor der Pause. Und in diesem Zeitraum ist es ihm dann so schlecht gegangen, dass er zu mir, ich glaube in der 3., 4. Vorstellung zu mir gekommen ist und gesagt, was tust du mir an? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Aber wir haben das dann noch geschafft gemeinsam. Und Hans Holt war ein Schauspieler, der ist aufgetreten und da stand eine ganze Lebensgeschichte. Der hat eine Aura gehabt und das werde ich nicht vergessen, aber dieser Satz, die Seele kommt ins Gesicht eines Menschen, das stimmt. Da gab es noch eine dritte Person, einen dritten Mentor, den du zwischendurch auch angerufen hast, Maximilian Schell.
Ja, der Maximilian, das muss ich wieder zu rechnen anfangen. Ich glaube, ich war damals 21 oder 22. Wir waren die Tischgesellschaft und unter Häusermann, der war Direktor der Josefstadt, waren immer die jungen Schauspielschülerinnen und Schüler die Tischgesellschaft. Und in meinem Zug waren zum Beispiel Paulus Manka, Gabriel Barilli, die Frau Roll, meine Wenigkeit. Und ich hatte auch dort einen der blödesten Sätze. 14 Glocken in Salzburg läuten, bim, 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 das ist wahnsinnig laut. Und einer hat aufstehen müssen und schreien müssen, ist nichts zu hören, weit und breit. Das war ich. Maximilian Schell war der Jedermann. Wir waren verliebt, alle, Männlein oder Weiblein, wir waren alle so verliebt. Und ich habe dann wirklich lange Kontakt zu ihm gehalten, ganz lang Kontakt zu ihm gehalten. Und zu meinem 50er kam dann eine Arbeit von zwei jungen Damen heraus, die Theaterwissenschaften studiert haben, die dieses Buch über mich gemacht und meine Karriere bis zum 50er. Und da habe ich ihn gebeten, ob er ein Vorwort schreibt. Und er hat in dieses Vorwort geschrieben für Alfons Heider, meinem Freund, der mehr gehalten hat, als er versprochen hat. Wunderschöner Spruch. Das hat mir sehr viel bedeutet. Ich habe ihn dann immer wieder so sporadisch auch Kontakt mit ihm gehabt und das war einer der besten jeder Männer für mich, weil er auch diesen Lebemann und auch diese Senterberger und Maximilian Schell, mehr brauche ich nicht sagen, die waren optisch schon ein Traum miteinander. Ja. Mhm. Also da habe ich auch sehr viel gelernt und auch mitlernen. Alfons, und wir haben noch einen kleinen Gruß für dich mitgebracht. Vielleicht schaust du einfach mal, wer das ist. Lieber Alfons, einen ganz, ganz lieben Gruß. Ich habe gehört, dass Maximilian ein großes Vorbild für dich war und ich denke, das würde ihn wahnsinnig freuen. Er hat auch immer sehr viel über dich gesprochen und deine Karriere verfolgt und ich bin sicher, von wo auch immer, dass er das auch weiterhin tut. Und ja, in diesem Sinne, in seinem und natürlich auch in meinem wünschen wir dir ja, bedeutet mir schon etwas. Alles Gute für deine Karriere. Alles Liebe. Bedeutet mir schon etwas, weil das war wirklich eine Nähe. Und das war ein Ausnahmekünstler, weil der sich Zeit genommen hat, auch für die kleinen Rollen. Das war ein Weltstar. Absolut. Aber der hat sich für jeden von uns Zeit genommen. Und das war eine meiner schönsten Produktionen. Ich glaube, 3 Jahre haben wir spielen dürfen. Abgesehen davon, dass wir auch alle in die Senterberger verliebt waren. Also es war unfassbar. Und auch die Berger war unfassbar nett zu uns und offen und freundlich. Also wir haben dort so viel gelernt. Und es sind aus diesem Jahreszug junger Schauspielerinnen und Schauspieler fast alle beim Beruf geblieben. Gibt es irgendetwas, was du deinen Fans oder den Jungschauspielern oder die es werden wollen, auf dem Weg mitgeben könntest? Naja, da gibt es viel. Ich würde sagen, das ist kein Beruf, sondern es ist eine Berufung. Und wenn ihr da drinnen das spürt, dass ihr das machen wollt, wird euch nichts und niemand aufhalten. Dann werdet ihr vor der Kamera sitzen, hinter der Kamera stehen und diesen Beruf leben, denn diesen Beruf kann man nicht arbeiten, diesen Beruf muss man leben. Dankeschön für die tollen Worte und jetzt freue ich mich natürlich, wir haben gerade noch abgesprochen, dass du unseren Zuschauern nochmal eine kleine Kostprobe live mit dem Pepe Allstars geben wirst aus Wien. Gerne. Wir hören von dir mit den Jungs. The Lady is a Tramp. Dankeschön, Alfons Heider. Servus, mein Lieber. She's got a hungry for dinner ready. She loves the theater, never gets late. She never bothers with people she hates. That's why the lady is a tramp. Doesn't like nice games of barons and earls. Won't go to Harlem and Irvine and Perth. Won't wish the bird with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh, wind in the air. Life without care. She's old, but broke. It's California, cold and it's staff. That's why my lady is a tramp. That's why my lady. That's why my lady. That's why my lady. Hey! Und an dieser Stelle sage ich Dankeschön, dass Sie zugeschaut haben bei First Moments, wie alles begann.
und wünsche Ihnen eine gute Nacht, Ihr Peter Grimberg. Ciao, Baba. Bis zum nächsten Mal. When the stars make you do like a pasta puzzle, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're a lover. When you watch in a dream and you know you're a dreamer, signore. Excuse me that you see back in old Napoli, that's amore. That's amore. Make it do like a pasta bazoo, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love.